Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge hatten wir mal wieder einen typischen Unfall an unserer Lieblingskreuzung. Und ich will ja nichts sagen, aber die ist gefährlich. Ich glaube, wir hatten mittlerweile mehr Unfälle auf dieser blöden Kreuzung wie sonst noch was. Einfach wegen meiner Dummheit, weil ich dann irgendwann versucht, das wieder zu solven, weil da so viel Stau ist. Frage ist, wie kann man sowas lösen? Rein theoretisch habe ich mir eh extra gesagt hier, dass man eine extra Ampel nimmt. Aber er checkt es, wie es scheint, nicht so ganz. Was das Ganze natürlich zwischendurch immer wieder gefährlich macht, man sieht es hier. Es ist immer hier ein sehr, sehr enger Takt. In der Schienenfahrweise hier. Und wenn man natürlich hier Probleme hat, dann hat man Probleme. Aber wir könnten mal aktuell, bis wir dieses lokale Zeugs abstellen können, hier noch eine zweite Linie anbauen. Und dafür muss man halt hier erstmal die Häuser entfernen. Alles, was wie Wohnung ausschaut, kommt hier erstmal weg. Dann müssen wir planieren. Das muss auch wegkommen. Alles weg hier. Ihr seid alle nur im Weg. So, Planiertool. Ich finde das. Ich suche nie unter einem normalen Baum, würde ich normalerweise in so einer Planieroption suchen. Aber hey. Wenn es so sein soll, soll es so sein, ne? So. Wir brauchen natürlich Kohle. Und jetzt können wir wieder überlegen, wie wir am besten den Einschub designen. So, dafür brauchen wir nicht hier wieder eine Verarbeitung, dich hier. Rein theoretisch könnten wir doch... Oder wir machen es wieder so... Hier haben wir es natürlich bescheuert unkoordiniert gebaut. Ich überlege gerade, wenn wir hier so bauen. Es ist ja, glaube ich, wurscht, von wo es rein oder rauskommt. Wenn ich jetzt sage, ich will hier Stahlbahn produzieren, wie ja eh der Plan ist, kann ich ihm ja nach meinem Wissen sagen, das ist der Ausgang. Genau. Dann können wir zum Beispiel hier jetzt so machen. Und das andere, ja, das wird jetzt halt wieder Brücken. Nein, das wird eigentlich nicht der Plan, weil dann funktioniert das Ganze nicht so, wie ich es will. So, genau. Und das jetzt so zum Beispiel macht... Und ich baue jetzt hier einen Tunnel, minus 1. Können wir jetzt die Kohle hier zum Beispiel anschließen? Und zum Beispiel von... Brücke. Hier hinsetzen zum Beispiel. Dann sollte die Anlage relativ gut funktionieren, oder? Wenn alles natürlich in die Richtung läuft, in die sie laufen soll, sollte das funktionieren. Und dann setzen wir hier... wo ist es denn? Lagerhaus, ein großes hin. Wo brauchen wir wieder Förderbänder? Und legen das... Was ist das? So, das andere tun wir abreißen.
Und legen dann die einzelnen Förderbänder hin. So. Wird natürlich auf, wo ist denn, Stahl gesetzt. Und dann setzen wir auf die andere Seite aktuell das Terminal. So, perfekt. Starten wir mal das Ganze. Verteilung läuft. Kohle ist auch auf dem Weg. Und die Stahlproduktion startet. Wupp, wupp. Dann können wir hoffentlich hier mal ein Terminal hinsetzen. Dann brauchen wir dafür natürlich noch einen LKW. Du kannst es ja kaum gleich sein, weil du lieferst sowas nicht. Nein, wir brauchen einen neuen. Wie wäre es mit... Wo ist er denn? Einer, der Bahn transportieren kann. Du wirst doch sicher Bahn transportieren können, oder? Oder? Hoffen wir mal, das wird doch... Also sicher. Ja, genau. Ich brauche mal. Und jetzt hat, würde ich gerne einen Fahrplan. Du musst hier laden. Und hier entladen. Okay, go. Wir haben überall Stau, das ist uncool. Was, wir haben noch nichts auf Lager? Oh, Leute, ich noch. Ja, ja, wir haben sicher alle richtig rum. Mhm. Da läuft es auch falsch rum. So, jetzt hat. Gleich mal 40 auf Lager. Hupsi. So, das kann auch nur mir passieren. Also somit sollten wir dann auch hier die ersten Stahlteile liefern und die bringen auch nochmal 700. Somit können wir nochmal die Produktion steigern. Und wir werden jetzt einfach auch mal hier Industrie, Verarbeitung. Einen noch hier runtersetzen. So. Ich will gleich mal schauen, wie weit ich komme mit der Produktionslinie her. Okay, nee, der ist zu nah dran. Ich muss ja schauen, wie gut man das alles hinkriegt, geregelt. Brücke. So. Umdrehen das Ganze. Ich auch umdrehen. Dann brauchen wir jetzt noch hier so ein Füllinstitut. So, Stahl, nein, Stahl und Stahl. Und somit sollte die Produktion noch weiter anlaufen, noch besser und noch größer. Aber jetzt kommt wahrscheinlich kein Eisen mehr. Die Eisenproduktion kommt jetzt ins Stocken. Aber auch nur so lange, glaube ich, bis wir alles aufgefüllt haben, mal komplett. Wir sind halt jetzt echt eng dran mit dort Eisen. Mit der erhöhten Produktion natürlich. Ach, ja, ja. Also muss ja nur alles stocken anfangen. Wie jetzt? Jetzt fängt es an zu stocken. Und dann stockt es jetzt am Ende hier. Und es muss einfach alles wieder voll werden. Das dauert halt seine Zeit jetzt. Fahrzeug 10. Warum stehen wir hier schon? Oh no! Dann ergibt es Sinn, warum wir keine Kohle einnehmen. Ja, du fährst auch weiter. Komm schon. Diese Kreuzung macht mich irgendwann noch fertig. Ich sag's euch. Ich denke immer, ich habe ein gutes System jetzt gefunden und dann funktioniert's nicht.
Ja, die ersten sind jetzt voll, die lagern jetzt ein. Immer wenn sowas ein bisschen ist, dann kommt noch was, aber ansonsten. Da hinten stehen wir schon voll. Kohle haben wir wahrscheinlich auch keine mehr. Ich habe die komplette Kohle aufgebraucht, das ist ungut. Ich müsste wahrscheinlich da eher Kohle schon so hinliefern, aber es staut sich langsam wenigstens. Also auf jeden Fall, die Eisenbarren, die stauen schon mal. Aber wenn er natürlich kommt, dann wird jetzt nochmal kurz ein bisschen zuckeln. Aber wir gehen ins Plus, sozusagen. Also im Sinne von, wir sparen an. Und solange wir ansparen, sind wir schon mal auf einem guten Weg. Mit der Kohle ist natürlich jetzt nervig, aber was sollen wir machen, ne? Eisen, ja, jetzt lädt es. Das genau den Stand wollten wir. Den Stand haben wir gebraucht. Perfekt. Weil sobald jetzt das Lager hier wieder auch voll ist, natürlich, dann lagert sich auch wieder Kohle ab. Es ist jetzt einfach dieser kurze Vorschub. Würde ich mal sagen, wo wir unbedingt wieder ans Lager müssen. Aber die Eisenproduktion da vorne hat auf jeden Fall, ja, die hat nicht genug, aber sie kriegt auf jeden Fall was rein. Vielleicht sollte man doch überlegen, irgendwie ein Kohleband zu verlegen, aber ich glaube, das ist schwer. Ich glaube, das ist schwer zu verlegen hier durch die Stadt durch. Vor allem wüsste ich aktuell nicht, wie wir das am schlauesten machen. Dafür müsste man nicht gleich mindestens hier ein Kohlelager einsetzen, wo wir anschließen und wieder abschließen. Dann muss das weiter hier unten durch. Und dann könnte es reichen. Könnte. Wir können es natürlich produzieren. Wir haben 1,3 Millionen auf dem Konto liegen. Damit sparen wir uns natürlich auch Transportkosten. Leute, wir probieren es jetzt. Wir müssen hier nur ein bisschen flat machen alles. Nochmal ein bisschen anpassen, das ganze Gebiet. So. Terminal, kein Terminal. Wir brauchen ein Lagerhaus. Ein kleines. Wir nehmen natürlich die modernen heutzutage. Und dann brauchen wir Vorderbandtechnik. Wir brauchen einmal hier eins und einmal. Damit kann ich hoffentlich das System austricksen. So, wenn ich jetzt sozusagen, ich muss da unten durch. Oh Gottes Willen. Ich sag jetzt schon, das wird lange dauern. So, wenn ich jetzt hier sage, okay, Förderband. Tunnel. Oh, das könnte echt funktionieren. Oh, das könnte unsere ganzen Probleme lösen. Oh mein Gott. So, hier. Umdrehen. Hier können wir sogar noch oberirdisch laufen lassen. Ich muss an die passende Stelle kommen. Um einen Tunnel zu bauen. Als ob das funktioniert. Das würde so viel normale Kosten sparen. Ist ja die gleich langsam leer, ne? Wir staunen schon wieder. Ich sehe es jetzt schon. Ah, da läuft in die falsche Richtung. Entschuldigung. So. Jetzt läuft von da nach da. Kommt hier die erste Kohle an und das macht sich jetzt bumm voll. Und dann machen wir Förderband. Umdrehen. Umdrehen. Und jetzt füllen wir auf. Tada!
Alter Verwalter. Kohle steht. Ich würde auch nochmal die komplette Sache umplanen jetzt. Aber wir brauchen jetzt die ganze Kohle hier nicht mehr, ne? Die ganzen coolen Lieferanten, dich hier. Zurück ins Depot. Dich auch. Eisenproduktionskohle. Okay, alle Eisenproduktionskohlefahrzeuge brauche ich jetzt. Ihr drei geht alle ins Depot, bitte. Er kann natürlich nichts Geld machen, wenn alles still steht. Und da muss ich mir echt noch was überlegen. Irgendwie muss ich da groß bauen. Steht der wieder. Wie soll das denn sonst funktionieren, mein Gott? Jetzt wird der auch hier keine Kohleprobleme mehr haben, weil hier stehen ja. Was kann der zugreifen? Alles kann ich irgendwo nachschauen? Nee, ich wollte den Bahnhof anklicken. Dann Logistik, ja. Dann kann ich ihm jetzt hier sozusagen sagen, das abreißen. Genau. Geil. Alter, wenn wir so Sachen produzieren, liefern können über die komplette Karte, weißt du, wie geil das ist? Was ist mit dir los? Doch, warte mal. Hä, du müsstest echt. Der liefert doch. Was hast du denn? Oder liefert er dir nicht genug? Müssen wir nochmal eine komplette eigene Schiene dafür anlegen? Ja, wahrscheinlich müssen wir hier mal wirklich auch vergrößern. Das alles abreißen und vergrößern. Ich glaube, der Bahnhof ist zu klein. Genauso wie die Eisenproduktion nicht ausreicht. Aber wir haben ja auch nur hier 4 Brennöfen stehen. Bedeutet, wir müssen hier alles neu designen. Das Design steht, da werden wir auch mehr Eisen noch verbrauchen. Auf jeden Fall. Na. Stehen sie hier, weil sie hier stehen? Jetzt kann der vorfahren, jetzt fährt der vor. Jetzt kann der fahren, gut. Alter Verwalter, ich muss alles mal umbauen. Ich wette, jetzt steht es da vorne schon wieder. Es war so klar. Ah. Deswegen machen wir nicht so viel Geld. Es liegt nicht daran, dass wir nicht Geld machen würden, sondern weil alles immer steht. Züge sind halt hier unlukrativ. Die Passage, obwohl der macht 10 Personen dabei. Respekt. Aber ja, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge bauen wir noch unsere Eisenproduktion um. Schauen, dass wir das noch vergrößern. Wir werden schauen, dass wir den Bahnhof vergrößern. Genauso nehmen wir wahrscheinlich mal wieder typischerweise das in Anspruch. Und das hier wird weiterhin erweitert. Ich schaue, dass wir ein bisschen Geld sammeln und damit wir in der nächsten Woche auch ordentlich was hinklotzen können. Also, bis dann. Ciao.